Servus Leute, willkommen bei Bros of Archery. Im heutigen Video geht es um Bergauf und Bergab im Feldbogenschießen. Warum heißt das alte Sprichwort Bergauf, Bergab, zieh ab? Das erkläre ich euch heute mal. Ja Leute, willkommen wieder zu einem neuen Video von Bro Stuff Archery. Wenn ihr auch in Zukunft nichts verpassen wollt, einmal hier unten Sender abonnieren, den Channel abonnieren, gleich auch auf die Glocke hauen am besten, dann verpasst ihr nicht mehr, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Im heutigen Video geht es um Bergauf- und Bergabschüsse im Feldbogen. Ich versuche euch mal zu erklären, warum das so ist, dass ihr bergauf und bergab etwas abziehen müsst. Für alle, die natürlich so einen Rangefinder benutzen, schöne Sache, die gibt es auch mit der Funktion, wie dieser es auch hat. Die sagen einem dann direkt die richtige Entfernung, also die messen nicht nur die direkte Distanz zum Ziel, sondern die messen auch die horizontale Entfernung. Ja, die haben ein Winkelmesser mit integriert und darum geht es eben. Ihr müsst die horizontale Entfernung ist die wichtige für uns. Ich habe das mal versucht darzustellen. Nicht so ganz einfach. Das ist ein bisschen tricky, aber ich glaube, ich kriege euch das ganz gut erklärt. Ich habe mich etwas künstlerisch betätigt. Wenn ihr eine Scheibe im Bergaufschuss habt, hier in dem Fall jetzt mal 42 Grad angenommen, ja, Bergaufschuss, Distanz jetzt mal völlig unrelevant, dann müsst ihr ins Visier, egal ob ihr Recurve schießt, Compound schießt oder auch Blankbogen mit dem Abgreifen oder im Facewalking, je nachdem, welche Methode ihr da betreibt, nicht diese volle Distanz einstellen, sondern ihr müsst nur diese horizontale Entfernung einstellen, abgreifen, wie auch immer. Diese horizontale Entfernung in diesem Beispiel jetzt würde hier enden. Dennoch, wenn ihr das richtig eingestellt habt, fliegt euer Pfeil bei einem guten Schuss ins Ziel. Und warum ist das jetzt so? Das hat beim Bergaufschuss den Hintergrund, bei einem Bergaufschuss oder vielleicht anders angefangen. Bei einem Schuss horizontal über die Ebene wirkt die Pfeilbeschleunigung nur zielgerichtet. Also die Geschwindigkeit des Pfeiles ist nur zielgerichtet und wird nur durch den Luftwiderstand verlangsamt. Die Erdanziehung, die natürlich permanent auf dem Pfeil wirkt, auf uns alle, auf die einen mehr, auf die anderen weniger, wirkt nur nach unten. Also nur Pfeilrichtung in dem Fall und die Erdanziehungskraft wirkt nur 90 Grad dazu sozusagen oder nahezu 90 Grad. Natürlich ist hier ein bisschen Winkel drin. Dadurch hat die Geschwindigkeit hier keinen Einfluss des Pfeiles und die Beschleunigung des Pfeiles, sondern es ist eine Kraft, die den Pfeil einfach permanent nach unten zieht. Das sorgt dann für die Flugkurve in der Ebene, also ein horizontaler, gerader Schuss. Dadurch ermittelt ihr eure Visiereinstellung. Wenn ihr jetzt bergauf schießt, habt ihr den Faktor, dass die Geschwindigkeit und die Beschleunigung des Bogens in zwei Richtungen wirkt. Also so schießt ihr ja quasi nur über die X-Achse, wenn man das so nimmt, ja. Und wenn ihr nach oben schießt, schießt ihr sowohl in die X-Richtung als auch in die Y-Richtung, ja, weil ihr ja sowohl diese Distanz zurücklegt als auch diese Distanz zurücklegt. Dadurch wirkt die nach oben gerichtete Kraft gegen die Erdanziehungskraft und mindert diese natürlich. Dadurch verändert sich die Flugkurve des Pfeiles und dementsprechend ist die Flugkurve im ersten Moment mal nicht so stark von der Schwerkraft beeinträchtigt und fällt dadurch nicht so schnell ab, sondern der Pfeil steigt quasi in seiner Parabel höher und fällt erst dann steiler ab. Und deshalb trifft dann der Pfeil wieder ins Ziel,
obwohl ihr ja eigentlich einen guten Prozentsatz weniger eingestellt habt. Aber dadurch, dass die Pfeilgeschwindigkeit und die Beschleunigung des Bogens der Erdanziehungskraft auch entgegenwirkt, ändert sich eben die Flugparabel und entsprechend fliegt der Pfeil weiter und kommt erst später dann wieder auf die gedachte horizontale Linie zurück und dadurch trifft er eben das Ziel. Bei einem Bergabschuss ist es dann so, wenn ihr einen Bergabschuss habt, dann unterstützt die Erdanziehungskraft, ja, die ja natürlich genauso nach unten gerichtet ist, wie dann auch wieder eure Y-Achse eures Schusses, also eure Energie geht ja auch nach unten und in die X-Achse, Richtung Scheibe, ja, wenn ihr nach unten schießt. Dadurch müsst ihr auch wieder nur die horizontale Entfernung zurücklegen, was eure Einstellung angeht, weil der Pfeil zusätzlich durch die Erdanziehungskraft, die ja auch in diese Richtung wirkt, beschleunigt wird und dadurch schneller am Ziel ist und auch dadurch wieder der Punkt eben kommt, dass sich die Flugbahn des Pfeiles verändert, ja, und ihr dadurch auch wieder die Erdanziehungskraft muss halt in dem Fall ballistisch dazu addiert werden zur Geschwindigkeit oder zur Beschleunigung des Pfeils, zur Energie des Pfeils. Und dadurch trefft ihr dann die Scheibe. So, wie viel muss ich jetzt jeweils abziehen? Das ist jetzt dann vom Winkel des Ganzen abhängig. Generell kann man sagen, pro 5 Grad müsst ihr im Berg auf ungefähr 2% und im Bergab ungefähr 2,5% abziehen. Und habe so ein paar Erfahrungswerte über die Jahre gesammelt, wenn wie steil die Schüsse sind, was ich abziehen muss. Auch dadurch natürlich Erfahrungswerte gesammelt, weil ich auch mit dem Ding in Turnieren wie Dan oder so unterwegs bin, wo ich dann einfach sehe, okay, wenn der Schuss so steil den Berg runter geht und da steht 53 Meter am Flock und das Ding sagt mir, ich soll 46 einstellen. Das sind ja Erfahrungswerte, so ganz vergessen tut man ja nicht alles. Ne? Auch sonst vielleicht fürs Training, wenn einer irgendwie Feldparcours oder auch ein 3D, kommt es ja auch manchmal zum Tragen, wenn 3D-Parcours mit ein bisschen Gelände gestellt sind und jemand so ein Ding hat. Im Training ruhig auch vielleicht einfach nach dem Schuss mal nachmessen. Also muss ja nicht immer deswegen bekannt schießen, nur weil man das Ding dabei hat. Aber auch für 3D immer ein gutes Training, einfach danach mal messen, ja, und dann weitergehen. Was habe ich geschätzt? Erfahrungswert sammeln und weiter geht's. Ja, das war's zum Bergauf- und Bergabschuss im Feldbogen. Ich hoffe, der ein oder andere konnte wieder was lernen. Freut mich immer, wenn ihr dabei seid. Feldbogen messen, natürlich ein ganz wichtiges Thema. Habe ich hier nochmal ein Video für euch gemacht. Ja, was jetzt schon online ist, einfach mal reinschauen. Und ansonsten natürlich nicht vergessen, Channel abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Macht's gut. Gerne Kommentare, was ihr euch noch vielleicht wünschen würdet. Und ja, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.